So, wir haben Diamant, 2 Gold. Der Rest ist Blümchen. Ja, da müssen wir ein bisschen noch mehr. Ach, auf die Scheißfliege. Es ist wieder Fliegenplagezeit. Das nervt mich ein bisschen. Was wollte ich? Bücher machen. Da, haben wir sonst noch Bücher? Wir haben Bücherregale, aber keine Bücher. Okay. Das müssen wir zuerst zu Papier machen. Jetzt. Schön. So, dele. Das Holz haben wir doch irgendwo noch. Jetzt hat es geleckt. Und ich will keinen Sandstein. Sollte das eigentlich. Das ist zu wenig. Dann nehmen wir beide mit. So. Ach komm. So. Schade, dass es kein schwarzes Bücherregal gibt. Das wäre noch cool gewesen. Aber leider kann man nicht alles haben. So, jetzt gehst du raus hier. Du auch, dafür du rein. So. Und immer noch diese Mücken, fliegen. Also, ich denke mal, wir gehen hier irgendwo ein bisschen erkunden. Am besten auf die andere Seite, da war ich noch nicht. Was wollte ich? Eine Schaufel machen. So. Und warten auf Fleisch, wäre noch gut. Hallo, habt ihr irgendwas Neues? Keine Eier. Und die Kuh ist draußen, das ist nicht so gut. Ah, die kommt hier raus. Nein, nicht so. Ah, so geht es auch. So, hey. Baum, nerv mich nicht. So, wir haben die ersten Wassermelonen. Schnitze. So. Und sonst noch ein bisschen Weizen. Sehr schön. So, Dele. Ja, jetzt könnten wir dann losgehen. Ja, jetzt gehen wir los. Mal schauen, ob wir hier hinten irgendwo irgendwas, also irgendwo entlang gehen können, so runter gehen können, ohne zu sterben. Ich springe gerne irgendwo in den Tümpel rein, aber ich sehe hier gerade keinen. Da unten wäre ein Tümpel, aber schaffen wir das? Nein, das schaffen wir nicht, da ist noch ein paar ein Blatt oder so vor dran. Ja, hier könnten wir runtergehen. Auch wenn wir ein bisschen Schaden bekommen. Vorsichtig. Und bumm. So, Dele. Ah, ist doch sehr schön zum Runterkommen. Ups. Und ich bin dumm. 50 Level weg. Dafür einen hohen Punktestand. Home House. Tja, der erste Tod im Projekt, glaube ich. Ist doch egal, wir gehen einfach wieder runter. Wir schaffen das schon irgendwann. Ah ja, wir haben sowieso Ding, Keep Inventory hier an. Sehr schön.
Und auch keine Erfahrung. Aha, man verliert sogar keine Erfahrung. Ja, das habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Ja, das wäre auch ein bisschen Balancing auf den Bauwelten. Es sind ja Bauwelten. Und darum wäre das schon nett, wenn man die Baumaterialien so nicht verliert. Ja, toll. Hier. So, also in dieser Richtung. Gehen wir hier drüben, drüber. Ja, was haben wir sonst noch hier? Pilze? Die fallen leider nicht um. Oh, schön. Okay, der baut sich erst auf, aber das sah schön aus, der Baum. Der Berg. Ist am Ende meiner Quellen. Komm nur. Ah, da. Tschüss. Und der Enderman ist sowieso abgehauen. Okay, also ist das der. Wir müssen aufpassen, ein bisschen regenerieren. Game Rule. Game Rule. Mob. Grief. In. Falze. Sonst werden die Endermänner wieder Sachen aufnehmen, die man so sorgfältig aufgebaut hat. Und so weiter. Also es ist besser so, wenn wir das auch ausstellen. So. Und wer Minecraft so einfach zu leicht findet mit den Sachen, der sollte eben in andere Welten gehen. Es gibt genug Welten bei uns auf dem Server, wo dann schwieriger sind. Und auch den Schwierigkeitsgrad schwer haben, sondern normal. Und Hardcore-Wetten machen wir nicht. Das geht auch nicht so, dass man dann in eine andere Welt geportet wird und die Welt nicht mehr betreten könnte. Das geht irgendwie so nicht. Also können wir so nicht machen. Vielleicht geht es schon, aber es ist zu schwer. Aber es gibt sicher mal Event-Welten, wo ihr draus seid. Wenn ihr stirbt, werdet ihr natürlich in die Spawn-Welt zurückgeportet, aber könnt nicht mehr zurück. Also wir machen die Homes und so dort aus. Also könnt ihr nie mehr zurückgehen. Und dann der letzte, der ist der Sieger oder solche Sachen. Wir könnten richtige Survival-Games machen, aber alles nacheinander. Wir müssen sehr viel noch lernen und ja, wissen halt. Und ja. Aber es wird sicher noch ganz coole Projekte auf dem Drake-Server geben. Und ihr könnt auch Ideen und so nennen. Ich habe ein Forum, aber da ist nicht viel los. Also ihr könnt gerne das ins Forum schreiben. Irgendwo hin. Ich werde es natürlich dann ja, verschieben oder so, wenn es mal irgendwo falsch ist. Also, oder einfach, ich lasse es. Also ich werde da nichts löschen. Damit, ja. Damit ich das noch später weiß und ja, auch noch so machen kann. Also, ja. Weil das, so ein Forum ist einfach viel besser als Facebook, Twitter und alles mögliche. So in einem Forum kann man einfach viele Sachen behalten und besser diskutieren. Und eine Diskussion auch später wieder fortsetzen. Bei Facebook findet man das nicht mehr. So eine öffentliche Diskussion. PN hat es bei mir im Forum auch und es hat sogar ein Chat. Also. Jo, aber eben, es ist nichts los. Es registriert sich dort niemand, obwohl das sehr leicht ist. Und ja, ich habe irgendwie keinen Bock hier wieder alles zu umzuändern, aktualisieren und so weiter. Deshalb ist im Moment das Forum einfach ein bisschen Flaute. Und ins Forum kommt ihr, wenn ihr bei mir
in den Kanal geht, und bei allgemein, also über uns, glaube ich, ist unten ein Link. Da könnt ihr drauf drücken. Jo. Hier hat es eine... Was sind denn das für Bugs? Das sind Wolkenbugs. Aha. Das sind wegen den Wolken. Wir gehen den Wasserfall nach oben. So, oder wir gehen hier nach oben. Da kann man sehr gut hoch. Weil Wasser ist einfach zu langsam geworden. Früher war das so schnell, konnte man schön easy nach oben. Heutzutage kommt man fast nicht. Da schläft man ein. Okay, eine Höhle, eine schöne Höhle. So, und ich sehe nichts. Es geht noch weiter nach oben. Kann man hier auch durch? Ich will in die Höhle hinein. Ach komm, lecke. Okay, ist wieder gut. Ja, Fraps. Wow. Aber kommt man denn da darüber? Und was ist das Leuchtende da? Und wieso ist eine Fliege bei mir, die nervt? Okay, wir müssen irgendwo anders hin. Wo ist das Kabel? Da ist das Kabel. Das baue ich wieder ab. Das ist nicht schön hier. Wir gehen einfach irgendwo anders hin. Wir gehen mal in diese Richtung. Au. Ja, die Spinnen sind ein bisschen heikel. Die treffen uns immer wieder, wenn wir nicht aufpassen. Also mir doch nicht, da habe ich einen Fehler gemacht. Nein, Scherz. Ja, die Spinnen sind ein bisschen schwer zu treffen. Man muss nicht direkt zur Spinne zielen, sondern ein bisschen oben dran, glaube ich. Und ja. Zombies kann man sehr schön auf Entfernung lassen. Und es leckt wirklich schlimm. Keine Ahnung wieso. Hat wieder Fraps mit Java Probleme. So. Dann machen wir hier auch einen Warp-Punkt und machen das nächste Mal weiter. So. Slash Home Ampli 1 habe ich slash home eingegeben. Ach komm schon. Ja, Creeper, komm du ein bisschen kuscheln. Slash Z Home. So. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Genau. Gib mir eine Schallplatte. Ja. Yeah. Dankeschön. So, ich muss zurück. Ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und ihr habt genug Spaß gehabt. Ja, wenn nicht, könnt ihr gerne Verbesserungswünsche geben. Und ja, wir brauchen noch eine Kiste. Weil ich möchte für alle ein gutes Let's Play liefern. Und ja, auch ein bisschen besser werden. Also, ich will nicht zwingend so gut wie ungespielt, dass es so werden, aber ich will ja, einfach eine Community aufbauen, die Spaß hat und so. Und YouTube ein bisschen besser machen, weil momentan ist es so, neue Let's Play und so haben keine Chance, null Chance, und ich will da ein bisschen YouTube bereichern mit Chancen. Aber das kommt alles später dann mal.
Weil momentan habe ich echt keine Zeit. Und ich muss ja auch zuerst ein bisschen bekannt werden, also muss das leider noch warten. Hier in die untere Kiste machen wir diese Sachen. So. Also dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.